Hi, heute zeige ich dir eine Übung für deine Brustwirbelsäule und dass man die Brustwirbelsäule wieder breit kriegt. Und wie so oft bei mir hat das was mit den Rippen zu tun und mit den interkostalen Muskeln, also den Zwischenrippenmuskeln, der Zwischenrippenmuskulatur. Und dass man hier den Rippenkorb, den Brustkorb, die Rippen beweglicher und weicher bekommt, weil ja, blöd für den Nacken. Wenn meine Stimme ein bisschen komisch ist, dann liegt das daran, dass ich wahrscheinlich die Krankheit habe, deren Namen nicht genannt werden darf. Man weiß es nicht, die Tests sind immer negativ. Gut, aber heute geht es um den Brustkorb. Naja, der hilft ja auch, wenn man den erweitert, kann man besser atmen und das ist bestimmt auch gut gegen eine Atemwegs, ja, Erkrankung. So, nach dem Intro geht's los für deine Brustwirbelsäule eine Übung, damit du da beweglicher bist und weniger Schmerzen hast. So, du kannst dich in den Schneidersitz setzen oder so wie ich hier in diesen Yoga-Meditationssitz. Du kannst aber auch einfach die Füße vor dir haben, Fußsohlen zueinander. Kann man jetzt, glaube ich, im Video gar nicht sehen, aber naja, die Beschreibung sollte ja klar sein. Die Füße vor dir, Fußsohlen zueinander. Wir machen das mal so. Ich rutsche mal ein Stück zurück. Füße vor dich, Fußsohlen ein bisschen zueinander. Knie fallen nach außen. Die müssen nicht weit nach außen fallen. Ja. Setz dich so hin, wie es für dich bequem ist. Und dann faltest du deine Hände, ne, verschränkst die Finger und legst die Hände am Hinterkopf ab. Auch wirklich auf dem Hinterkopf, nicht im Nacken. Und dann bringst du deine Ellbogen Richtung Boden. Und die Ellbogen kommen nach vorne, also die sind nicht weit geöffnet, sondern die kommen nach vorne zusammen. So als ob du mit den Ellbogen dein Gesicht umarmen willst und gleichzeitig sinkst du mit den Ellbogen, die nach vorne zeigen, Richtung Boden. Und dann kommst du wieder hoch. Dein Blick geht nach oben, die Ellbogen öffnen sich und wir wiederholen das. Ganz langsam die Ellbogen sinken Richtung Boden. Fußsohlen zeigen immer noch zueinander. Vielleicht kannst du ja dir denken, dass du mit den Ellbogen deine Füße berühren willst. Und den Nacken, den musst du dabei loslassen. Ja. Und du sinkst und sinkst und sinkst und kommst dann wieder hoch. Dabei öffnen sich die Ellbogen, der Blick geht nach vorne. Und jetzt koordinieren wir das Ganze mit der Atmung. Du atmest aus, während du nach unten sinkst. Du atmest ein, während du nach oben gehst. Die Ellbogen gehen weit auseinander. Und das kannst du jetzt ein paar Mal wiederholen. Ich erzähle derweil weiter. Ich möchte, dass du die Atmung durch die Nase machst, nicht durch den Mund. Also durch die Nase ausatmen, Ellbogen gehen nach unten, Richtung Füße, sie kommen nach vorne zusammen. Du atmest aus. Und dann atmest du ein durch die Nase und mit der Einatmung richtest du dich wieder auf. Du musst dich nicht komplett durchstrecken, das will ich gar nicht, sondern einfach aufrichten, Ellbogen weit auseinander und wieder sinken. Wieder sinken, 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 ausatmen. Vielleicht kannst du jetzt ja sogar schon zum Boden kommen. Und wenn nicht, ist das überhaupt nicht schlimm. Und dann gehst du wieder nach oben und auch nach oben, nur so weit wie du kannst. Vielleicht kannst du ja gar nicht komplett die Ellbogen strecken. Ist aber auch nicht schlimm. So, und jetzt kannst du auf dem Rücken mal eine Pause machen. Und nach der kurzen Pause zeige ich dir, wie man das vielleicht sogar noch einfacher machen kann und dein Brustkorb noch beweglicher wird. Der zweite Teil der Übung.
So, wenn du eine Pause auf dem Rücken gemacht hast, dann kommt jetzt der zweite Teil und im zweiten Teil der Übung setzt du dich wieder so hin, Füße zueinander oder die Fußsohlen zueinander vor dir und du schnappst dir mit beiden Händen deinen rechten Fuß und dann schiebst du den von dir weg, den Fuß, und bringst ihn wieder ran. Fuß von dir wegschieben. Und wieder zurückbringen. Und das machst du nur so weit, wie du kannst. Fuß ranschieben. Das linke Bein kann machen, was es will. Du musst das jetzt nicht mehr so haben. Du kannst es weit von dir weg haben. Du kannst es nah bei dir dran haben. Zum Beispiel hier, richtig nach vorne ausgestreckt. Aber mit dem rechten Bein gehst du nach vorne weg und kommst wieder ran. Rechtes Bein nach vorne weg. Und wieder rankommen. Rechtes Bein nach vorne weg und wieder ran. Jetzt kannst du eine kurze Pause machen, wenn du willst. Ich mache gleich weiter und zwar schnappe ich mir den linken Fuß und mache das gleiche. Den linken Fuß nach vorne weg und wieder zurückholen. Mit beiden Händen hältst du den linken Fuß fest, schiebst den linken Fuß nach vorne von dir weg, so weit du kannst, ohne dass es weh tut. Und dann kommst du mit dem linken Fuß wieder zurück und wieder vor mit dem linken Fuß und wieder zurück mit dem linken Fuß und dann machst du eine Pause. Kannst dich gerne auf den Rücken legen, kannst sitzen bleiben. Ich bleibe jetzt sitzen. Leg die Fußsohlen wieder zueinander, verschränke die Hände hinterm Kopf. Und lass die Ellenbogen nach vorne sinken. Und das geht bei mir schon viel leichter. Und dann öffne ich wieder. Die Knie bleiben möglichst wie sie sind. Also das heißt, wenn du nach vorne gehst, dann wandern die Knie nicht irgendwie nach oben oder so. Und dann öffnest du wieder. Mit der Einatmung durch die Nase, mit der Ausatmung durch die Nase lässt du die Ellbogen Richtung Boden sinken. Wenn die da nicht ankommen, überhaupt nicht schlimm. Und wieder nach oben. Und dann leg dich doch mal auf deinen Rücken. Oh. Dann kannst du dich hier auf deinem Rücken noch ein bisschen entspannen. Und wenn du Lust hast, noch eine weitere Übung von mir machen. Aber vielleicht reicht das ja auch erstmal schon. Also ich spüre jetzt so ein Kribbeln im Brustkorb. Mit dem Kribbeln stehe ich jetzt gleich auf und gehe zurück in meinen Alltag. Vielleicht hast du ja eine Veränderung gemerkt, dass du einfach weiter zum Boden kommst. Kannst ja mal Arme mal in deinen Rücken, nach hinten in den Rücken atmen. Sonst sagt man ja oft irgendwie so, füll deinen Brustkorb mit Luft, deine Lunge mit Luft. Nein, füll mal deine Körperrückseite mit Luft. Sind die Rippen da hinten am Rücken jetzt vielleicht ein bisschen beweglicher? Ja, dann, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.